Okay, kleine Sterne, kleine Sterne, kleine Sterne. Hallo, hallo, hallo. Das gibt's doch nicht. Seit wann gibt's denn so wenig? Da ist einer. Ich habe einen gefunden. Noch einen. Wow, gleich zwei nebeneinander. Das ist ja Glück. Stoffwetzen. Komm schon. Ei, Pfeile. Oh, shit. Die mache ich erstmal nicht. Erstmal mache ich zwei Steinäxte. Habe ich euch schon. Oh, ich kann nur eine machen. Habe ich euch schon erklärt, dass je häufiger ihr was macht, umso besser wird's? Also, das seht ihr jetzt dann. Jetzt habe ich zwei da stehen und bei der nächsten, glaube ich, ist es drei. Das ist so anstrengend, weil No Man's Sky die Steuerung ganz anders ist. Genau andersrum. Du hast schon voll viel Holz dabei. Muss ich ja machen. Und das Wichtigste ist, genügend Steinäxte zu haben. Im ersten Moment. Immer drücke ich das Falsche. Und jetzt werdet ihr dann gleich feststellen, ich mache mir jetzt vier und dann mache ich mir. Pfeile noch. So, und gleich wieder Holzstacheln aufbauen. Ich hoffe, hier ist Wasser in der Nähe. Es wäre nicht so vorteilhaft, wenn ich dafür auch noch so weit laufen müsste. Halt, das war schlecht, was ich jetzt gemacht habe. Ich hasse Holz. Doofer Baumstamm. Und hier auch. Dann lassen wir das mal. Manchmal spackt es einfach so ab, da denke ich mir dann so, warum, Leute, warum muss man das so kompliziert machen? Kann man nicht einfach mal gucken, dass alles so ein bisschen funktioniert, wenigstens minimal? Gerade was das Bauen angeht. Ihr seht's ja, wie es teilweise abspackt. Das nervt mich ein bisschen, weil es hätte man besser machen können. Aber da merkt man halt, dass es eigentlich ein PC-Spiel ist. So, wir haben 16:30 Uhr, jetzt tauchen dann die ersten Zombies auf. Und ich bin noch nicht so weit. Bitte wartet noch ein bisschen, ha? Wie wär's? Und wieder habe ich das Bluten angefangen. Ich hasse euch. So. Habe ich es jetzt soweit? Wow, ich bin dieses Mal weiter als beim letzten Mal. Ich habe nämlich schon wieder eins angefangen, weil mir das andere nicht gefallen hat. Echt? Blöde Landschaft. Also das kann man aufwerten. Um zwei Stufen werde ich euch später zeigen, wenn ich soweit bin. Aber das dauert noch ein bisschen. Bräuchte jetzt unbedingt noch Eisen. Wird da jetzt mal kurz hier hinlaufen. Eisen, es sind immer diese rotbraunen Steine, da ist immer Eisen mit dabei.
Komm schon, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Weil wir müssen unbedingt noch die Tür verstärken. Sehr, sehr wichtig. Das ist die erste Tab. Mhm. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Holz. Kann man nie genug haben? Seht euch mein Leben an, das ist schon bei 76. Ich hasse es. Das ist alles nur wegen den Vollen. Da seht ihr es jetzt. 4, 6, 8, 10. Also wird immer um 2 besser. Okay, ich hab das... Aha, okay. Dieses Mal. Seht euch den Bären an. Der hat sowas von auf mich abgesehen. Jetzt noch Baumwolle ein bisschen holen. Und dann werde ich mal nach innen düsen. Oh, wo ist mein Haus? Oh, ich habe noch gar keinen Schlafsack, fällt mir gerade auf. Das wäre vielleicht... Da merkt man, dass No Man's Sky genau andersrum ist, weil ich immer mich ducke, anstatt zu sprinten. Und bei No Man's Sky ist es Ducken als Sprinten. Deswegen klicke ich da immer drauf und ducke mich dann aus Versehen, anstatt dass ich sprinte. So, das dürfte ich mal... Es reicht nie, das Holz am Anfang. Also von dem her brauche ich gar nicht sagen, es dürfte jetzt erstmal reichen, weil ich genau weiß, dass es nicht reicht. Ich hoffe nur einfach mal... ...dass jetzt noch nicht so viele Zombies kommen. Wow, da ist ein Hühnchen. Irgendwo. Ich hab's genau gehört. Ich würde sagen, wir verdröseln uns jetzt mal. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen was sammeln. Aber ich habe Angst, dass mich die Zombies dann wieder so gnadenlos angreifen. Und ich bin am Anfang so ein Noob, was das angeht. Vor allem, wenn ich es eine Zeit lang nicht mehr gespielt habe, dann stelle ich mich immer an wie ein Volltrottel. Okay, das war das Zeichen, dass ich nach drinnen gehen soll. Du hast aber gut aufgebaut. Ach, das wird schon so passen, denke ich mal, oder? Aber pretty dangerous, gell? Nee. Weil ich da jetzt auf der Seite noch so ein... Also ich habe vor, dass ich da so ein Ding hinbaue, so einen Zaun. So ein Eisending, aber ich weiß gar nicht, ob ich hier bleibe für immer. Das ist gefährlich. Oh ja. Das werde ich umändern. So, jetzt hauen wir uns gleich mal die Fackel hier irgendwo hin. Und zwar hier hin. Weil es so viel Spaß macht. Dann baue ich mir einen Schlafsack und hoffe, dass es funktioniert. Schlafsack. Schlafsack ist immer wichtig, damit wir wieder auftauchen, wenn wir sterben. Aber ein kleines Hausschutz. Ist doch gut. Ich bin da alleine. Ich brauche kein größeres. Umso kleiner, umso besser. In der ersten Aufnahme war ich in so einem Berggebiet. Deswegen habe ich das wieder beendet, weil es mir nicht gefallen hat. Und da war ein großes Haus, da bin ich nicht mal... Da habe ich es nicht mal geschafft, dass ich um das Haus rum bin. Mit den Holzstacheln. Alleine schaffst du es einfach nicht so weit. Wenn du zu zweit bist, geht alles viel schneller. Aber alleine ist es schwieriger. Das ist umso besser, wenn du ein kleines Haus hast. Verstehe ich, ist vollkommen richtig, dass du schneller fertig bist mit dem Ausbau. Ja. Die ersten noch dürften eh noch gar nichts. Doch, mich haben 2 Stück angegriffen. Echt jetzt? Zu mir ist eine Krankenschwester Zombie-Tussi gekommen. Das geht mir auch. Und das um 16 Uhr.
Toll, oder? Obwohl ich nur Abenteurer eingestellt habe, die zweite Stufe, weißt du? Die ja, wir sonst komm. Immer hatten. Das wundert mich auch. Aber heute scheint es ganz gut zu laufen. Jetzt geht's an und ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Aber eigentlich dürfte da nichts fehlen. Es werden noch weitere Tutorials kommen, weil ich habe ja bis jetzt schon eins hochgeladen. Das war noch bei einer anderen Welt, die ich zusammen mit meinem Freund gespielt habe. Und das musste ich unbedingt loswerden, weil ich da ewig lang rumgetan habe, bis dass ich mal wusste, wie das mit dem Leben funktioniert. Und dann dachte ich mir, das erspare ich euch doch und erzähle euch doch einfach gleich, wie es funktioniert. Und da werden noch mehrere Tutorials folgen, je nachdem, wie weit wir kommen. Ich hoffe einfach mal, dass ich euch da noch einiges zeigen kann, weil ich möchte es eigentlich schon in dieser Welt machen. Und mal gucken, ich werde auf jeden Fall jetzt dann nach oben bauen, weil es mir unten zu unsicher ist. Ich habe jetzt erstmal nur die erste Stufe ausgebaut. Es gibt ja noch die zweite. Ich zeige es euch mal. Das ist das erste und das ist jetzt das zweite. Und dann kann ich noch mit Eisen verstärken und so weiter und so fort. Und wenn das Holz so ist, dann wird es gleich die zweite Stufe, wenn ich es aufwerte. Ich habe kein Holz mehr. Schön. Das ging schneller als gedacht. Und ich bin noch nicht mal fertig. Schön. Ja, das ist schlecht. Aber wir können uns ja mal Kleidung machen. Dann seht ihr gleich mal, wie ich aussehe. So schaue ich aus übrigens. Ich bin die Charlotte. Nur, dass jeder weiß. Wir brauchen ein Pflanzenfaserhemd. Eine Pflanzenfaserhose müssen wir herstellen. Was wollen die noch? Pflanzenfaserkapuze. Das sieht übrigens richtig genial aus, wenn man das anhat. Pflanzenfaserschuhe, Stofffetzen brauche ich. Ups. Nein, das wären ganz sicher nicht meine Favoriten. Stofffetzen werde ich auch herstellen. Das ist eigentlich auch nicht mein Favorit, aber hey. Handschuhe. Hier müssen wir noch herstellen. Und schon können wir uns ausrüsten. Haben wir die Hose, die richtig schicke, die richtig schicken Schuhe. Die absolut, Stofffetzen will ich nicht. Die absolut sicher sind, die Schuhe. Die Kapuze ist der absolute Oberhit. Das ist ein Wunder, wenn die Zombies einen noch angreifen. Habe ich jetzt dieselben? Ach, verdammt, ich habe zweimal Pflanzenfaserschuhe hergestellt. Wo sind denn die Pflanzen? Ah, da sind die Pflanzenfaserhandschuhe. Halt. Nein, ganz sicher kein Favorit. So, dann. Und jetzt sind wir voll ausgerüstet und können nicht mehr zerstört werden. Wir haben jetzt schon das XE des Überlebens 3 von 8. Und ich höre schon Zombies. Das ist nicht gut. Aber hey, es ist schon 0 Uhr. Das ist doch schön, oder? 0 Uhr ist immer schön. Ja, wir haben es jetzt soweit, denke ich mal, fertig. In der nächsten Folge werde ich weitermachen und ich hoffe, ich überlebe es die Nacht. Und ich sehe hier kein Wasser leider, aber ich glaube, dass da irgendwo eins ist. Vielleicht ist dessen Wasser. Na, auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert, wenn es so ist. Bis zum nächsten Part.